Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Im letzten Part sind wir in Pennemünde angekommen. Mensch, ganz schön komplizierter Titel. Und tja, hier rennen diese zwei Typen immer noch um die Brunnen herum. Und wir haben auch unseren alten Freund Claude aus Mario und Luigi Superstar Saga wieder getroffen. Der war, glaube ich, Moment, da drüben. Ich habe auch schon ein paar Attackenfragmente hier gesammelt. Aber es gibt immer noch welche. Eins ist da oben und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Tja. Aber da hinten gibt es noch einen Bereich, wo ich noch nicht war und da schaue ich jetzt mal hin. Und zwar hier. Was ist das? Muss man sich da reingraben? Hey! Ich sehe gerade, da hinten ist ein Kiso. Aber da komme ich nicht dran. Diese alte Ruine ist immer von Geheimnissen umgeben. Unser Forschungsteam arbeitet hart an ihrer Lösung. Gut, aber ich möchte dahin. Ich bin der Torwächter. Was? Kommt später wieder. Noch ein Torwächter? Es gab doch schon Torwächter Kissos. Gut, Moment, was passiert hier? Und warum ist hier die Kameraeinstellung so anders? Hey, einen Moment mal. Da fehlt ein von diesen Mustern. Gut. Ich glaube, hier ist erstmal nichts und der Stern auf der Karte sagt, dass hier etwas ist. Und oh, wow! Das war aber auf der Karte gar nicht eingezeichnet. Tja, egal. Machen wir hier erstmal noch ein paar Münzen und ich stoße anscheinend gern mit dem Falschen an heute. Gut. Hey Jungs, erkundet ihr auch die Stadt? Hier leider wird die Mauer hier so hoch, dass man nicht weiterkommt. Ich schätze mal so, es ginge der Weg da oben weiter, aber... Na egal, ich werde hier irgendwann etwa da hochspringen. Ich versuche inzwischen, die Mauer mit einem Blick in die Knie zu zwingen. Mensch. Okay, ich vermute, da brauchen wir wieder diesen Hochsprung. Tja, den erlernen wir vielleicht hoffentlich bald. Und hier müssen wir rein. Gut. Willkommen bei der Ausflugsagentur. Hier bin ich richtig. Unsere spezialisierten Reiseführer begleiten Sie auf den verschiedenen spannenden Touren. Bitte wenden Sie sich jederzeit an unsere Beraterin hinter dem Tresen. Das ist eine Beraterin? Hey, schön euch zu sehen. Für welche Touren kann ich euch für heute wohl begeistern? Ah, verstehe. Der Pyjama-Gipfel hat es euch angetan. Ja, fantastisch. Bei unserem wichtigsten erkennt ihr über diesen Berg ist, dass er wirklich schwer zu besteigen ist. Das sagen alle, aber dieser Berg ist wirklich gefährlich. Nicht für diese beiden! Die sind stärker, als sie aussehen! Komisch, so habe ich nur das Gefühl, ich sage immer wieder das Gleiche. Naja, ist auch egal. Jungs, zeigt ihnen eure Show! Muss ich da jetzt das machen? Was für ein Sprung! Ein Meister des Hammers! Komm schon, Luigi! Zeitlupe. Toll gemacht, du hast es geschafft diesmal. Hihi. Hohoho. Verstehe, ja, verstehe schon. Ich verstehe, ihr seid schon kräftig. Ihr habt sicher auch das Zeug zur Teilnahme an unserer Expertenbergtour. Ganz genau. Der Titel der Tour ist Muskeltraining. Muskeltraining. Die unbarmherzige Bergtour. Oh, und gleich fängt die Tour ja schon an. Ihr habt euch alle registriert, also begebt euch zum Treffpunkt für die Teilnehmer. Ihr trefft euch vor dem Uhrturm im Süden der Stadt. Na dann los, wir müssen schnell zum Treffpunkt vor dem Uhrturm. Gut, das war's schon. Das ging ja schnell. Aber ich würde gerne noch wissen, wie ich an das Attackenfragment rankomme. Mal sehen. Gibt es hier vielleicht noch irgendeinen Weg? Hey, Moment, ich erkenne, da ist eine Röhre versteckt unter dem Dings, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Gut. Vielleicht lerne ich ja bald eine Attacke, wie ich da
an die Attackenfragmente rankomme. Touristen! Ihr seid wegen der Tour zum Pyjama-Gipfel hier, oder? Die Ausflugsagentur hat uns über euer Kommen informiert. Gleich beginnt die vorbereitende Einführung für unsere Tour. Also gehen wir schon, immer nur hier entlang. Es ist Zeit für Bergtour. Ich bin muskulöse Führungskraft für Bergtour Pyjama-Gipfel. Bin ich Jünger von Muskelbrüder, ist mein Name Muscolini. Gerade noch rechtzeitig, viel Spaß bei der Tour. Ist sich hart, steigen wir auf Pyjama-Gipfel. Bergtreten trennen durch wachsames Steak von arme Würstchen. Nehmt ihr Berg nicht ernst, Berg ist Fetschen wie Fliege. Gebt sich nur ein Ziel auf diese Tour. Müsst ihr überleben. Ist sicher vorbei. Was redet ihr eigentlich? Verzeihung! Du haben Frage? Ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Tut mir leid, aber ich bleibe wohl besser hier. In der Ausflugsagentur hat sich das nicht so ungefährlich angehört. Ich bin raus, ich bin doch nur im Urlaub hier. Was ist, meinst du? Ich hab die Hose voll im Ernst, oder sehe ich so muskulös aus, dass ich das schaffen könnte? Ich dachte nur, vielleicht gibt's in den Bergen feines Obst. Aber dafür so eine riskante Tour macht niemals, ich bin raus. Woher kommen nur diese Bauchschmerzen? So kann ich doch unmöglich in die Berge. So ein Ärger. Ha, ouch. Hauen alle ab. Oh, Touristen noch hier? Ist es nicht wirklich wahr? Wohl immer noch steigen auf Pyjama-Gipfel. Wer wirklich? Gut, gut, dann fangen wir jetzt an, Tour von Berg. Aufbrechung! Nochmal, ich sage immer, aber... Was ist denn los? Geht ja schon! Das ist Problem. Tour immer geführt von mich und Bruderherz, Muscolone. Aber heute ihn nicht finden am normalen Orte von Aufenthalt. Was? Der Bergführer für unsere Tour ist verschwunden? Wir müssen aber auf den Pyjama-Gipfel unbedingt... Schnüff. Ist neue Tour. Ist Erinnerung vom Plan. Thema von neue Tour ist... Findung von Muscolone. Ist sich völlig extreme Tour durch Peenemünde. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Mario, Luigi, was meint ihr? Naja, wir haben wohl sowieso keine Wahl. Also gut, Rosa, wir finden einen Bruder für dich. Aber wenn wir ihn haben, gehen wir sofort auf die echte Tour. Ist die Situation mir wirklich peinlich. Kommt, gut, kommt, Bruder. Her, wir steigen Pyjama-Gipfel sofort. Anscheinend können wir hier noch ein Stück weiter gehen. Ist großes Einkaufsviertel im Osten von Stadt. Ist guter Ort für Einkauf von Waren. Stehen wir diese Stadt auf den Kopf und mitten diesen Kerl. Gut. Na, endlich können wir hier weiter. Was ist hier? Okay, da komme ich rauf. Nö, kein Attackenfragment. Aber ich sehe es auch auf der Karte. Gut. Gut. Was ist hier? Oh, neue Kandidaten, volle Lahn und mit gut gepflegten Bärten. Wollt ihr wissen, was hier abgeht? Naja, vielleicht. Nur hier bei uns läuft der tolle Trickathlon. Oh ja, trickreich. Ihr habt Tricks drauf, dann seid ihr hier und holt euch tolle Preise. Toll, total verrückt. Was war das? Ihr habt gar keine Tricks drauf? Ist nicht euer Ernst. Meint ihr etwa, ich hätte eure gut gepflegten Berge nicht bemerkt? Dazu die Overalls im Partner-Look und der Rest des Outfits in grün, in rot und grün, farblich aufeinander abgestimmt? Das sieht wirklich jeder gleich. Ihr beiden zählt doch Clouds. Was nicht? Ich wieder und mein loses Mundwerk, aber ihr beiden sieht wirklich aus wie ein Sketch für zwei Personen. Vielleicht kennt ihr beiden ein paar Zwei-Personen-Tricks oder so. Eigentlich schon. Hey, was ist denn das? Damit könnt ihr ein paar arbeiten und Gegner weichklopfen? Unglaublich, toll. Stark, faszinierend. Jungs, genau das ist es doch, was die Leute sehen wollen, versteht ihr? Ihr müsst es ja nicht jetzt direkt machen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr in der Stimmung für Tricks seid. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Quatscht mich einfach an. Ja, super. Ja, macht schon.
Gut, lernen wir da etwa neue Paar-Attacken? Mal sehen. Jetzt geht's richtig los. Zeigt mal, was ihr könnt. Oh, Moment. Ist das etwas sowas wie die, wie das, ja, sowas ähnliches gab's ja schon in Man Luigi Abenteuer Bowser. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber nö, darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Gut. Ja, sowas gab's ja schon in Man Luigi Abenteuer Bowser. Wie hieß das nochmal? Ich glaube, oh, eine Krabbe. Gut, kämpfen wir mal ein bisschen. Und, Mensch, das sind aber viele von diesen komischen... Was sind das eigentlich? Erdnüsse? Aber nur die drei unteren sind Krebse. Ich sag immer Krabben. Okay, hopp. Ah, Mist. Eigentlich fies die Typen. Gut. Ein Block. Oh, ein Kisso. Da gehe ich rein. Oder? Nö, lieber noch nicht. Denn da drüben sehe ich einen Attackenfragmentblock. Den möchte ich noch haben. Gut. 5 haben wir schon. Also die Hälfte. Gut. Also ich gehe mal rein. Mensch, sieht hier eigentlich lustig aus. Was sind das für Viecher? Ich glaube, die muss ich mir merken. Mensch! Gut, ich nehme mal einen Superpilz. Gut. Aber irgendwie erinnern mich die Kerle an Gegner aus Man Luigi zusammen durch die Zeit. Mensch! Okay, wisst ihr was? Die mache ich fertig mit der Kugel. So. Boi. Mensch, das ist eine große Kugel. Da war doch grad was. Oh! Schön. Und da oben gehen doch irgendwelche Typen. Solche Schatten. Und wie komme ich darauf? Gut. Was machen sie jetzt? Oh, ich verstehe. Aber die Attacke ist leichter.
Gut. Und was ist das? Ach so, jetzt kann man nicht springen. Kein Glück, dass ich einen Hammer habe. Gut. Ein Geisterkeks, einen Albtraumsplitter. Und nein, ich möchte nicht da rein. Gut, und irgendwie muss ich darauf. Und warum dürfen die immer angreifen? Und irgendwie durchschaue ich diese Attacke nicht ganz. Ich hab doch geblockt. Gut, 4 sind noch übrig. Was? Weg? Ist der einfach abgehauen? Gut. Und so ein Pinker. Der 16. schon. Cool. Schockierend, zu Stein verwandelt und das an einem so gefährlichen Ort. Das war echt gefährlich, ich hätte ins Meer fallen können. Ihr zwei wart es, die mich gerettet haben, oder? Vielen Dank, das habt ihr echt toll gemacht. Tja, naja, er lag schon ein bisschen vom Meer entfernt. Gut. Moment, ich guck mal auf die Karte. Ich sehe noch 4 Attackenfragmente auf der Karte, also 1 geht immer noch ab. Tja, aber ich würde sagen, da der Party jetzt eh schon so 17, 18 Minuten lang ist, such mal den Bruder von diesem, wie ist er nochmal, Muscoline? Tja, ich weiß nicht mehr, wie er genau heißt, aber jedenfalls, wir suchen seinen Bruder im nächsten Part. Tschüss!